Möchtest du bei den Energieübertragungen für April 2020 wieder dabei sein? Dann freue ich mich. Energieübertragungen über die ferne Energie kennt ja keinen Raum und Zeit. Du brauchst nicht online gehen. Es ist mit deiner Buchung, dass du erlaubst, dass du empfangen darfst. Ja, Vollmond, Neumond und Portaltage. Portaltage, das sind ja die Schleier dünn. Dadurch nutzen wir diese Energie an diesen Tagen. Und ich stelle mich gerne für dich als Kanal zur Verfügung. Was mache ich da? Eine komplette energetische Reinigung an jedem dieser Tage. Und man nennt das so schön Downloads der neuen Energie. Ganz wichtig, Mutter Erde neue Energie und aus dem Kosmos neue Energie. Wir bekommen jetzt im April wunderbare Energien herein mit Wassercodes, Seelenlichtcodes, mit Regenbogenlichtcodes, Human Christ Codes, Christusfrequenzen, neue Heilfrequenzen. Ist ganz wichtig, neu, neu, alles neu. Ich nutze ja diese neuen Energien schon sehr lange. Natürlich gibt es auch welche, die noch Energieübertragungen oder auch energetische Methoden aus der alten Energie anwenden. Das ist dann für die Seelen, die ja auch im alten Feld bleiben möchten, sich weiter noch erfahren möchten in der alten Energie. Wir werden ja zwei Ebenen haben, Spreu trennt sich vom Weizen oder vielleicht ist das bei dir auch schon geschehen. Und ich bin in dieser Ebene, in dieser Liebe, die stärkste Kraft des Universums und hier ist mein Platz und aus diesem Platz heraus helfe ich Menschen und begleite sie in ein selbstbestimmtes, freies und unabhängiges Leben. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, wird das immer wichtiger. Wir haben ja jetzt diese Zeitqualität und die Situation auf Mutter Erde, dass wir uns entscheiden können, da es viele Menschen nicht getan haben, da wir wirklich die Grenzen mit allem, wie wir uns benehmen und was wir hier tun, überschritten haben, viel reinst materiell eingestellt, Ego, Verstandesverhalten. Diese Grenze wurde überschritten und das Pendel schwingt nicht nur in eine Richtung, sondern immer in die andere Richtung. Hat das Universum uns jetzt ruhig gestellt, entschleunigt. In dieser Entschleunigung, in dieser Ruhe ist es den Menschen möglich, endlich all seine Ängste wahrzunehmen, zu spüren und zu transformieren. Das empfehle ich dir. Tu dies jetzt, wenn du noch nichts getan hast. Ich habe auch einige Berichte bekommen für die neue Zeit. Und es ist so, dass einige Jobs komplett wegfallen werden, was ja auch schon lange bekannt ist. Und andere Jobs werden sich neu gestalten und manche auch bleiben. Bei mir ist es so, mein Beruf bleibt so, wie er ist. Erstens bin ich online tätig, da brauche ich nichts verändern und ich arbeite schon längst mit der neuen Energie. Und was in meiner Branche sein wird, ist, dass alte energetische Methoden wegfallen, bei mir schon längst weggefallen sind, denn man spürt das und dass es ganz wichtig ist, auch in meiner Branche wird ausgemistet werden, tief zu gehen. Ja, also es geht wirklich um den Tiefgang, nichts mehr oberflächlich, nicht nur was anhören oder lesen, bisschen da, bisschen dort, bisschen mal eine Meditation, bisschen dies, sondern Tiefgang. Ja, da das Pendel immer hin und her schwingt, empfehle ich auch wieder, und ich werde es immer wiederholen, schaffe Ausgleich. Ja. Wenn du noch etwas offen hast, begleiche es. Wenn noch was in Unfrieden ist, führe es in den Frieden. Wenn du Ängste hast, komm ins Tun und transformiere sie. Geh
so bald wie möglich in ein freies, selbstbestimmtes, unabhängiges Leben. Denn du kannst auch im Inneren frei sein, auch wenn dir im Außen die Freiheit momentan genommen wurde. Das ist so wichtig, dass es dir nichts mehr ausmacht in Zukunft, egal was im Außen auf uns zukommt oder noch zukommen wird, dass du in dir endlich Platz genommen hast, in dir zu Hause angekommen bist und in dir frei bist. Menschen, die nach Leichtigkeit, Freiheit streben, haben noch nicht die Leichtigkeit und die Freiheit, sonst würden sie sich's nicht wünschen. Also schau, dass du auf Seelenebene arbeitest und reinst energetisch und geistig. Das genügt. Du brauchst keine Dinge im Außen, du brauchst dir nichts anschaffen, sondern Spiritualität heißt geistig und es ist mit dem Geist reinst hier zu arbeiten ausreichend. Du brauchst auch nicht die Welt retten, sondern bleib ganz bei dir. Und wenn du bei dir arbeitest, transformierst, tief blickst, tust du sowieso schon etwas für die ganze Welt. Deine Schwingung erhöht sich, deine Ausstrahlung verbessert sich und dadurch bist du lichtvoller und dieses Licht ist dann ansteckend, im positiven Sinne ansteckend. Die Energie, die hier jetzt auf der Erde ist, genannt Virus, diese Energie kommt ja nicht umsonst. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden massiver sein als dieser Virus. Und achte hier darauf, es ist vieles in den Medien, im Fernsehen, was nicht der Wahrheit entspricht. Hier wirklich hinterfragen und schau, ängstliche Menschen sind natürlich klein, die kann man klein halten, die kann man kontrollieren, über die kann man Macht ausüben. Und die sind schwach und in der Opferhaltung. Menschen, die nicht ängstlich sind, kommen auch nicht innerlich in den Stress, denn der Stress ist ja die Hauptursache und die Angst für Disharmonie, genannt auch Krankheit und nichts anderes. Und diese Menschen sind jetzt auch stabil geblieben. Das ist dann schon die neue Zeit, 5D. Hier kippt man nicht mehr in Ängste, egal was im Außen ist. Man schafft es, im Hier und Jetzt zu sein und im Inneren frei zu sein und sein Leben weiter zu gestalten und zu führen, wie man das möchte. Egal, welche Vorschriften oder Zwänge uns auferlegt werden, findet dieser Mensch immer eine Lösung. Das ist so das Ziel für die nächsten Monate, dass du stabil wirst, angstfrei, vollkommen in die göttliche Ordnung wieder zurückfindest, deine Ahnenfamilie, deine innere Familie in die göttliche Ordnung führst, damit deine Uressenz auch wieder hier erstrahlen kann. Dein Licht, dein eigener Seelenton, deine eigene Frequenz. Was heißt jetzt Tiefgang, tief blicken? Das heißt nicht hunderte oder tausende Menschen im Saal zu belehren, sondern wirklich individuell persönliche Aufarbeitung mit den Menschen und hier sich das wirklich bei jedem persönlich anzuschauen. Eine kleine Gruppe ist okay, das ist gut, auch Gruppenenergie, so wie ich das mit meinen Online-Kursen mache, erwecke die Göttin in dir oder Seelenaufgabe leben, findest du auf meiner Online-Akademie www.sissigöttling.com. Diese Online-Kurse sind jederzeit buchbar, wo ich dich intensiv begleite. Es laufen auch gerade 2 Kurse. Du kannst für dich individuell auch immer so einen Kurs buchen. Ja, diese Massenabfertigung auch in meiner Branche wird sich auch aufhören. Es geht nämlich um nicht Quantität, sondern Qualität. Es geht um Tiefgang. Es geht um einen Seelenblick
und nicht einen oberflächlichen Blick und nicht Massen abzufertigen mit irgendwelchen Seminaren in Seelen von hunderten, tausenden Leuten. Denn der eigene Weg möchte gegangen werden, der Seelenweg. Und jeder hat einen individuellen, persönlichen Transformationsprozess. Und das ist wichtig und wird noch immer wichtiger werden in den nächsten Jahren. Ja, Jobs werden wegfallen, Firmen, die nur auf Profit aus waren, die nicht für den Menschen gedient haben oder für den Menschen was Positives hervorgebracht haben, sondern nur materiell gewinnorientiert waren, werden auch ihren Ausgleich finden. Menschen, die anderen Menschen noch schulden, was auch immer das ist, auch hier wird das Pendel zurückschwingen und das dauert auch nicht mehr so lange. Also schaffe Ausgleich. Ja, jeder bekommt das, was ihm gebührt und wie er sich benimmt und verhalten hat. Im Kleinen wie im Großen, Mikrokosmos, Makrokosmos. Resonanzgesetz, so wie du in den Wald rufst, kommt es zurück oder wie du hineingerufen hast, so kommt es jetzt zurück. Auf die ganze Welt, auf jeden einzelnen Menschen und auf Länder. Gewisse Länder haben ja auch eine negativere Energie als andere Länder und dadurch wurden in manchen Ländern halt größere Bereinigungsgeschichten durchgeführt als in anderen Ländern. Ja, schau dir dein Leben an, jetzt in der Ruhe, in der Entschleunigung, jetzt hast du die Zeit und nicht dann, sondern jetzt. Ich sehe den April, so wie ich es gesagt habe, noch als Spitze, also hier kann noch etwas kommen. Wir haben ja jetzt auch Schutzmaskenpflicht ab Mittwoch, also es geht noch hoch. Da ist noch nicht alles, glaube ich, ausgesprochen und uns dargelegt worden. Da gibt es im Hintergrund sicher noch mehr, das noch kommen wird. Also der April rüttelt nochmal kräftig, daher empfehle ich dir, sei dabei bei den Energieübertragungen, nutze das. Und im Mai sollte es dann von der Energie her lockerer werden. Es ist auch die Energie um Ostern ist schon besser dann, also lockerer, und Mai sollte es lockerer werden. Das heißt vielleicht nicht die komplette Öffnung und ab sofort geht es dann wieder los, sondern die komplette Veränderung des Schulsystems, des Jobs, des Materiellen, alles was das betrifft, dauert Jahre. Ja, wir haben 21, dann noch 22, sind auch noch so Jahre ähnlich wie jetzt, so wie Vorbereitungsjahre für komplett dann das neue 23, 24, eher schon in dieses, wo man viel schon erkennen wird. Und Astrologen sagen, 2025 ist dann alles im neuen System oder in der neuen Welt, goldenes Zeitalter, wie immer ihr das nennen möchtet. Also es sind noch Jahre, daher schau, dass du jetzt stabil wirst. Und wie wir sehen, alles ist möglich, auch eine ganze Lahmlegung der Welt. Ja, die Zeitqualität im April wird noch so sein wie das Aprilwetter. Schwankungen, ein Hin und Her, ein Hoch, ein Auf, ein Ab. Wir haben auch diesmal Vollmond und Neumond nicht in so tollen Energien. Am 8.4. der Vollmond verschärft nochmal die Situation und löst in den Menschen noch mehr Unruhe, Gereiztheit aus, aber auch den Drang, etwas oder sich bewegen zu wollen, und da werden wir es noch nicht können. Also die Menschen dann noch unrunder werden. Der Neumond 23.4., der normal eher so sympathischen, positiven Charakter hat, wird bei manchen Menschen, das sind ja Energietendenzen, das heißt, die wirken natürlich nicht auf jeden Menschen gleich, denn es kommt ja darauf an, wo stehst du in deinem Leben, bist du stabil, bist du in der Opferhaltung, in der Angst, dementsprechend wirken Energien unterschiedlich. Aber hier sind nochmal Stimmungsschwankungen angezeigt, auch im Neumond. Also beide Monde sind nochmal für manche herausfordernd und die Portaltage. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Du kannst buchen über Banküberweisung Bebol. Bitte die Bebol-Menschen gerne jederzeit.
Ich habe es jetzt so oft erwähnt, und es waren erst zwei Damen, die es geschafft haben, obwohl das eine Kleinigkeit ist. Wenn du Bebol überweist und du klickst hinein, hast du dann rechts einen Button, wo steht Änderung. Da bitte klick hinein und klick dann auf Freunde und Familie. Das ist erlaubt, ja, und es zieht mir nicht die Gebühr für den Käuferschutz ab. Der Käuferschutz nutzt die bei mir sowieso nichts, weil ich keine Produkte ausliefer. Und hier bitte klick hinein. Das ist wirklich ganz einfach für jeden handelbar. Ansonsten nimm Banküberweisung, denn es gibt ja diese Möglichkeit auch und hier kommt das ganze Geld an. Ich sehe nicht ein, warum ich Übertragungsgebühr vom Käuferschutz bezahlen soll, wenn das nicht notwendig ist. Also achte hier bitte, wenn du Bebol wählst und ober Bebol steht ja eh zwei, drei Sätze und da möchte ich die restlichen, die es noch bis jetzt nach dreimal bitten noch nicht geschafft haben, den einen Klick oder die beiden bitte zu machen. Ja, das ist wirklich nicht viel verlangt. Danke für euer Verständnis. Ja, wie gesagt, Energieübertragung. Als nächstes werde ich wieder eine Meditation mit Energieübertragung hinausgeben. Die schicke ich extra dann hinaus. Kommt in den nächsten Tagen die Verbindung mit der göttlichen Ich Bin-Gegenwart. Ist auch sehr wichtig für die nächste Zeit. Und dann werde ich auch ein Webinar wieder hinausgeben. Webinare findest du immer beim Online-Kurs Erwecke die Göttin in dir. Wenn du ganz hinunter scrollst, siehst du einen Button, einen roten Webinar. Wenn du da hineinklickst, siehst du auch, was ich immer aktuell anbiete. Also, ich helfe dir dabei, ich begleite dich gerne. Ob bei persönlichen Terminen schickst du einfach ein Mail, kannst gleich zwei, drei Terminvorschläge mit Tag, Uhrzeit, Datum einfügen. Und beim Online-Kurs, wo ich intensiv dich 10 Wochen begleite, erwecke die Göttin in dir, Seelenaufgabe leben, schau, dass du ins Tun kommst, investier in dich. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das kann dir niemand mehr nehmen, sodass du den Impuls deiner Seele wahrnehmen kannst, dass du Botschaften empfangen kannst, dass du mit Seelen sprechen kannst. Es wird die Kommunikation mit Seelen immer wichtiger werden und nicht mehr mit dem menschlichen Verstand, Ego verhalten. Es wird immer wichtiger werden, sich selbst helfen zu können. Geistige Wirbelsäulenaufrichtung kannst du gerne von mir lernen zum Beispiel. Ja, Rückführung, Hypnose, Kartenlegen, Channeling, alles ist möglich. Kannst du selbst lernen, sodass du selbst ausführen kannst. Kannst es dir auch von mir geben lassen. Über Fernübertragung ist auch alles möglich. Wenn es dir schlecht geht, schreib mir, dann machen wir eine geistige Wirbelsäulenaufrichtung zum Beispiel. Oder du kriegst ein Channeling, Kartenlegen, wie auch immer. Wenn es etwas gibt, wo du Hilfe brauchst, dann reiche ich dir gerne die Hand. Und es wird immer wichtiger werden, auch Hilfe annehmen zu können, denn das zeigt von Stärke auch. Was wollen wir noch mehr als das, was wir jetzt erleben? Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderbaren April. Bleibt ganz bei euch, nutzt noch die Entschleunigung und Ruhe. Schaut euer Leben an, möchtet ihr das für die nächsten Jahre so weiterleben, wie es jetzt ist, genau jetzt. Was möchtet ihr verändern? Und wenn Ängste da sind und Stress, dann kann man das auflösen. Und das bei diesen hochschwingenden Energien viel schneller als sonst. Die letzten Klienten, die ich begleiten durfte jetzt im März, die Gott sei Dank so einen hohen Selbstwert haben, dass sie sich das wert waren, hinzublicken. Also das war wirklich sensationell, was wir hier in kurzer Zeit bewegen konnten. Wie gesagt, ordne deine Ahnenfamilie, führ sie in die göttliche Ordnung, mach Frieden mit den ganzen Täter-Opfer-Spielen,
bring in dein Bewusstsein, warum geht es dir so, wie es dir geht, warum ist etwas blockiert, warum lebst du noch nicht deine Berufung, all das kann man da herausfinden. Ordne deine innere Familie, hol Seelenanteile zurück, geh auf deine Seelenebene, beginne hier aufzuräumen und dann wird es auch wieder Ordnung geben in der irdischen Ebene, hier mit Familie, Freunde, mit dir selbst, mit Kindern, Partnern und so weiter. Alles ist möglich. Alles Liebe, deine Sissi Göttling.